Also manchmal ist es doch echt zum Haare raufen. Ständig kommt irgendwas dazwischen. Man kommt einfach zu nichts, oder? Wenn du diese oder eine ähnliche Situation kennst und das in Zukunft vermeiden willst, dann bist du in diesem Video genau richtig. Vielleicht willst du aber auch in Zukunft ja erst von zu Hause aus arbeiten, suchst noch ein paar Tipps, wie du ja das schaffst, dass du ja ohne Ablenkung arbeiten kannst, dass du fokussiert arbeiten kannst, dass du die Dinge, die du dann auch tatsächlich umsetzen willst, dass du die erledigt kriegst. Dann bist du jetzt hier in diesem Video genau richtig. Bleib dran und ich werde dir jetzt meine besten Tipps aus dem ja, Homeoffice-Alltag mitgeben. Also bleib dran. Ja, mein Name ist Oliver Schirmer. Ich arbeite seit circa ja, 8 bis 10 Jahren überwiegend von zu Hause aus. Und ja, von zu Hause aus arbeiten hat natürlich super viele Vorteile, aber es gibt natürlich auch ja, den einen oder anderen Nachteil. Und ein Nachteil ist definitiv, dass es zu Hause viel, viel mehr Ablenkung gibt, als das jetzt zum Beispiel in einem Büro der Fall ist. Und ja, aber auch dafür kann man sich wappnen oder gegen diesen Fall kann man sich wappnen und ich möchte mit dir jetzt in diesem Video ja die Tipps teilen, die mir super viel geholfen haben, die letzten Jahre fokussiert zu arbeiten und ja, wenn du diese Tipps beherzigst, dann ja, wird es dir ebenfalls so gehen, dann hast du ja gute Chancen, dass die Dinge einfach ja, wenn du von zu Hause aus arbeitest, eben leichter werden. Der erste Punkt, ja, den du auf jeden Fall haben solltest, ist, gerade wenn du es in der Selbstständigkeit bist, ja, wenn du Networker bist, von zu Hause aus arbeitest, dann ist das Wichtigste, was du haben musst, ist ein Ziel. Jetzt fragst du dich, was hat ein Ziel zu haben mit dem Homeoffice zu tun? Meine feste Überzeugung, und das sehe ich bei vielen Menschen, es ist egal, ob du in einem Büro arbeitest, ja, ob du in ein Büro hingehst. Also wir hatten auch schon ja, quasi Gemeinschaftsbüros und ich konnte eins immer feststellen, wer kein Ziel hat, ja, da ist es völlig egal, ob die Person, also ich spreche jetzt von der selbstständigen Tätigkeit, zum Beispiel im Network Marketing, ja, geht es ja hier im Großteil auf diesem Kanal um Network Marketing. Deswegen bleibe ich jetzt einfach auch in dem Bereich. Aber du kannst es auch auf andere Bereiche transportieren. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe festgestellt, dass die Menschen, die kein Ziel haben, es ist völlig egal, ob die von zu Hause aus arbeiten oder vom Büro aus, die werden sich so oder so schwer tun. Wenn du aber ein Ziel hast, was dich wirklich antreibt, dann hast du auch eine ganz andere Art und Weise drauf, ja, an deine Arbeit überhaupt ranzugehen. Das heißt, du wirst für dich schon überlegen, wie kannst du irgendwelche Ablenkung vermeiden, weil du möchtest ja schnellstmöglich dein Ziel erreichen. Und wenn das Ziel wirklich groß genug ist, wenn es dich anspornt, ja, dann ist das schon mal ein Großteil der Miete, die du brauchst, um deine Ziele dann tatsächlich zu erreichen. Der zweite Punkt ist, ganz wichtig, setz dir feste Arbeitszeiten. Gerade wenn du von zu Hause aus arbeitest, dann ist es so, ja, die Gefahr besteht dann doch, dass man vielleicht sagt, ach, ich fange morgen eine Stunde später an, dann macht man das den Tag drauf wieder, 2 Tage drauf wieder und zum Schluss fehlen dir am Ende der Woche wichtige Stunden, die du benötigst, ja, um deine Aufgaben eben ja zu erledigen. Das trifft aber auch nicht nur auf die Arbeitszeit zu, sondern sorgt dafür, dass du auch Pausen einhältst, weil hier ist auch oft der Fehler oder der Feierabend, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja, gerade wenn du von zu Hause arbeitest und das Büro vielleicht nur einen Raum weiter entfernt ist, ja, dann neigt man oft dazu. Das ist auch so zum Beispiel ein Thema, mit dem ich immer wieder zu kämpfen habe. Also ich habe nicht das Thema, dass ich ja zur Arbeit quasi hin muss, sondern ich habe eher das Problem, von der Arbeit wegzukommen, weil es natürlich auch unheimlich viel Spaß macht, weil es unheimlich viel Freude macht, weil es das ist, was ich von Herzen gern tue. Aber trotz alledem hast du ja auch noch ein Privatleben, du hast Freunde, Familie und da ist es einfach auch wichtig, dass du für dich zumindest im Großen und Ganzen einen festen Arbeitsrahmen setzt, dass du, ja, ich sag mal, so eine Art Kernarbeitszeit hast, die du dann einhältst, ja. Wichtig ist aber auch, dass du gerade wenn du von zu Hause arbeitest, dass du lernst, nicht gegen ja, unvermeidbare Dinge anzukämpfen, ja, sondern dass du dir überlegst, wie kannst du die
in deinen Arbeitsalltag integrieren. Wenn zum Beispiel immer um die gleiche Uhrzeit der Postbote kommt, ja, dann wäre es echt nicht klug, jetzt zu diesem Zeitpunkt Videos zu produzieren, weil dann ja, wirst du aus dieser Routine eben halt rausgerissen. Du kannst das Ganze nochmal machen. Das heißt, du verlierst auch wieder wertvolle Zeit. Was kannst du tun? Sprich mit dem Postboten, ob er wirklich immer so ungefähr in diesem Zeitfenster kommt, ja. Und dann kannst du, also es wäre jetzt in diesem Fall mit dem Postboten, dann kannst du ja in dieser Zeit eben Dinge tun, die jetzt weniger wichtig sind, während du zum Beispiel die Aufnahme von Videos dann auf Uhrzeiten festlegst, wo du definitiv dann halt ungestörter bist. Oder du kannst natürlich auch alternativ die Klingel abstellen. Also schaff dir dann im Prinzip diese Zeiträume so, dass sie für dich halt optimal sind. Ja, genau. Dann ist wichtig, Prioritäten setzen. Setz dir einfach Prioritäten, indem du am Abend davor oder morgens dir die 3 bis 6 wichtigsten Dinge aufschreibst, die du am nächsten Tag oder halt heute erledigen willst. Ja? Und diese 3 Dinge sollte jetzt aber nicht sein, ich muss mal wieder das Büro aufräumen oder ich muss was zur Post bringen, sondern es sollten wirklich 3 bis 6 Dinge sein, die wirklich dich deinem Ziel näher bringen. Ja, also die dir Einkommen bringen, die auf das einzahlen, dass du halt deine Ziele dementsprechend erreichst. Ja, und da solltest du wirklich darauf achten, dass du dann dir hier diese Prioritäten setzt und diese Prioritäten dann am besten am Anfang des Tages dann erledigst als deine ersten Aufgaben. Und erst wenn du diese 3 bis 6 wichtigsten Aufgaben erledigt hast, dann kommt alles andere. Ja, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, Prioritäten setzen. Dann der 4. Tipp ist, dass du Routinen schaffst, ja, mit Routinen meine ich jetzt zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst, das hat mir zum Beispiel super viel geholfen, dass du morgens deinen gleichen Ablauf hast, ja, dass du quasi dein Unterbewusstsein darauf trainierst, wenn ich jetzt das und das und das tue und dann danach das, dann fange ich an zu arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel morgens joggen gehst, so wie ich das 3 bis 4 Mal die Woche mache, dann weiß ich, nach dem Joggen, klar, duschen etc. Und da danach habe ich am Anfang für mich ein Ritual gehabt. Heute brauche ich es nicht mehr, aber ich mache es trotzdem sehr häufig noch. Dann mache ich mir zum Beispiel einen Kaffee, ja, oder ein Wasser. Ja, was du dann machst, ist egal, es geht ja um die Sache. Und dann weiß ich schon, okay, dieser Kaffee, den nehme ich jetzt mit an meinen Arbeitsplatz und jetzt starte ich meine Arbeit. Ja, so. Und das ist einfach wichtig, dass du da so ein gewisses Ritual hast, einen gewissen Punkt, dass du einfach verinnerlichst, okay, wenn das jetzt erledigt ist, dann gibt es jetzt auch keine Diskussion mehr, sondern dann geht es an die Arbeit. Ja, hat mir super viel geholfen. Heute ist es jetzt kein Problem mehr. Aber gerade zu Beginn deiner selbstständigen Tätigkeit ist das sicherlich eines der wichtigsten Dinge, dass du vom Aufstehen bis zum Start deines Arbeitstages, dass du da den gleichen Ablauf hast, dass du dich quasi so verhältst, wie wenn du zu einer normalen Arbeit hinfährst. Ja, also ganz wichtiger Punkt, Routinen setzen. Dann der nächste Punkt, dass du einfach einen schönen und vor allen Dingen einen festen Arbeitsplatz für dich hast. Ja? Sorg dafür, dass dort gutes Licht ist, dass frische Luft da ist, ja, dass du regelmäßig lüftest. Das sind alles Dinge, die zahlen auf das Wohlbefinden ein und die zahlen auch darauf ein, dass du dich gern auch an deinem Arbeitsplatz aufhältst, ja, und dort arbeitest. Ja, ist einfach wichtig, dass du nicht dann irgendwann anfängst, okay, jetzt arbeite ich mal vom Wohnzimmertisch, von der Couch, was man natürlich alles machen kann. Aber gerade zu Beginn ist es wichtig, dass du dir einen festen Arbeitsplatz installierst, einfach auch damit diese Gewohnheit da nicht verloren geht. Also kann ich wirklich nur empfehlen, dass du dir das Ganze einfach schön machst, ja, dass dein Arbeitsplatz da ist, dass du alles, was du zum Arbeiten brauchst, gleich um dich herum hast, nicht erst in andere Räume gehen musst. Genau. Also fester Arbeitsplatz, vor allen Dingen schöner Arbeitsplatz. Und dann der letzte Punkt ist, organisiere dich, organisiere deine Arbeitsabläufe, ja, organisiere
dein Arbeitsalltag. Was meine ich da damit? Ich zum Beispiel, ich zeige dir das mal kurz, habe zum Beispiel für mich, also früher hatte ich den Hang, relativ viel zu alles zu verkomplizieren, ja, und heute mache ich es mir eigentlich so einfach wie möglich, ja. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel so einen Plan, ja, und diesen Plan, denn das ist gleichzeitig auch mein Tracker, ja. Das heißt, es gibt gewisse Aktivitäten, die bei mir sehr, sehr häufig innerhalb eines Monats vorkommen, ja, und die immer wieder die gleichen sind. Das heißt, mach dir einfach mal die Mühe, schreib dir auf, was kommt denn eigentlich immer wieder vor. Und vor allen Dingen diese Aktivitäten hier, die hier draufstehen, das sind alles Dinge, die auf meine Ziele einzahlen. Ja, also da steht jetzt nicht Wäsche waschen drauf oder sowas, ja, sondern hier steht einfach nur Dinge drauf, die auf meine Ziele quasi einzahlen, ja. So, und dann ist es gleichzeitig ein Tracker für mich. Das heißt, ich gehe am Abend vorher her und mache mir einen kleinen Punkt auf die Aktivitäten, die ich jetzt am nächsten Tag machen muss. Und in der Monatsvorschau mache ich dann halt die Punkte, die an gewissen Tagen eben immer erledigt sein müssen. Ja, und so kann ich da auch nichts vergessen. So, und dann mache ich das am Abend vorher und am nächsten Tag mache ich einfach einen Haken rein oder male das ganze Kästchen einfach aus und sehe dann so am Ende des Tages, was habe ich alles gemacht. Kann ich dann aufheben und wenn ich 12-mal im Monat das gemacht habe, habe ich dann auch gleich, kann ich meine Auswertungen erstellen und sehe, wo bin ich vorangekommen, welche Dinge sind mir noch nicht so leicht gefallen. Zusätzlich habe ich noch einen Kalender, den mache ich online. Ja, da stehen auch dann nur Termine drin und ich habe eine ganz normale To-Do-Liste, einfach ein Blatt Papier für Dinge, die jetzt nicht hier draufstehen, weil es gibt ja auch immer mal wieder Vorgänge, die halt so vorkommen, die dann eben halt dort notiert werden müssen. Und diese drei Tools reichen mir im Großen und Ganzen aus, um, ich sag mal, meine To-Dos und so weiter zu organisieren. Ein Tipp an dieser Stelle noch, such dir, wenn du für To-Dos, das ist jetzt im Prinzip für mich, ja, wenn du jetzt aber mit einem Team zusammenarbeitest, wo du verschiedene Projekte managen musst, dann brauchst du natürlich ein Tool, mit dem du das kannst. Aber wichtig an der Stelle ist so ein Tipp von mir, such dir für jede Aufgabe, wo du ein Tool brauchst, ja, auch wirklich nur ein Tool raus. Bei mir war es zum Schluss irgendwann mal so, dass ich, ich hatte OneNote, ich hatte Evernote, Google Notizen und zum Schluss wusste ich nicht mehr, wo habe ich eigentlich was erfasst. Und heute ist für jedes Tool einfach für jede Aufgabe ein Tool da und ich weiß genau, wo finde ich was. Ja, also versuch dich da auch, da ist weniger mehr, versuch dich einfach auf das zu fokussieren, was du tatsächlich brauchst und lass den Rest dann weg. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, was zu dieser Organisationssache dazugehört, ist, dass du für dich einfach schauen solltest, dass du gewisse Aufgaben, die Ähnlichkeit haben oder die gleich sind, dass du die bündelst. Also nicht morgens gleich mit dem Support anfangen, ja, oder anfangen dann deine Mails zu checken, außer es wäre wirklich wichtig, dass es eine wichtige Aufgabe für dich ist, ja, dann musst du das natürlich tun, aber Support oder solche Dinge, Telefonate zum Beispiel, ja, dass du dir am Tag immer einen gewissen Zeitraum fix machst, an dem du dann halt nur Telefonate führst, ja, weil es ist viel, die Sache ist die, wenn du mal in der Aufgabe drin bist, dann fällt dir die Masse, ja, leichter, ja, weil du bist dann schon mal in einem Aufgabengebiet drin. Beispiel Akquise, wenn du Telefonakquise betreibst, ja, und machst morgens ein Telefonat, mittags Telefonat, abends Telefonat, dann fällt es viel schwerer, wie wenn du sagst, okay, ich habe den Zeitraum jetzt von 1 bis 16 Uhr und telefoniere dann in diesem Bereich, mache ich dann meine Anzahl an Calls, ja, und bin dann in diesem Thema auch drin, ja. Besser wie wenn du das Ganze einfach stückelst oder deinen Support zum Beispiel zu einer gewissen Uhrzeit, ja. Sofern das dann eben halt deine Arbeit eben halt zulässt. Da wir jetzt hier immer über Network Marketing sprechen, sollte das für dich als Networker an und für sich ja kein Problem sein, ja. Oder wenn du YouTube-Videos machst, nimm dir vielleicht einen Tag in der Woche, an dem du nur Videos produzierst. Oder wenn du sagst, nein, ich möchte es lieber jeden Tag machen, dann eben zu einer gewissen Zeit, zu einer gewissen Uhrzeit, dann einfach diese Aktivitäten ausführen. Okay, ich denke,
Da machen wir jetzt einfach den Deckel drauf. Das sind meine wichtigsten Tipps zum Thema Arbeiten von zu Hause. So meisterst du ja das Homeoffice. Wenn das Ganze für dich interessant war, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, wenn du mir deine Fragen schreibst, auch wenn du Anregungen hast. Nutz gerne die Kommentarfunktion. Gib der ganzen Sache einen Daumen hoch, wenn das für dich ja hilfreich war. Ansonsten, falls du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du unterhalb des Videos weitere Informationen, kannst du dir kostenlos anfordern. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.